Moin moin Freunde von Soulspawn und Co. Hier ist wieder Spielverliebt auf Spielverliebt TV. Doch noch ein bisschen Zeit, weshalb ich gleich noch ein weiteres Video produziere. Sprich, ich bin immer noch in Sinner's Sacrifice, oder was ist immer noch, mal kurz wieder in Sinner's Sacrifice for Redemption. Und den Boss, den habt ihr in meinem Speedrun zwar gesehen, allerdings werde ich ihn jetzt nicht Speedrun. Und ich hoffe, er macht diesen einen Move, dass ihr mal seht, was für ein tolles Design die Bosse teilweise haben. Ich hatte ihn schon angekündigt. Ich hatte auch, glaube ich, schon erzählt, dass es hier um Todsünden geht. Hier geht es um die Todsünde Neid. Und das ist die neidische Levin sonst was. Levin Undock. Und wir gehen da mal rein. Ich hoffe, dass, wenn sie sich teilen, ich will zum Schluss das Spiel ein bisschen strecken, sie die Moves machen. Ich muss ja von der Mehrzahl sprechen. Weil dann zeigt das Spiel erst sein Potenzial. Ihr seht es, ich habe wieder Fähigkeiten verloren, sprich in dem Fall weniger Vorräte. Also die Fähigkeit, Vorräte zu transportieren, zu tragen, habe ich reduzierter bekommen. Quasi. So. Mal gucken. Ist auch ein bisschen aus dem Training draußen, aber das Moveset müsste ich eigentlich noch so weit im Griff haben. Da steht sie. Erst einmal einzeln, aber lasst euch überraschen. Das wird eventuell mega witzig, wenn sie den einen Move macht mit ihrer. Ich nenne es mal, ich habe noch keine Lore dazu gehört oder gelesen. Ich nenne es mal Zwillingsschwester oder Schwester. Hat sie schon Glück? Jawohl, jetzt ist sie da. Die geht doch noch nicht. Okay. Das ist. Oh, das ist mega interessant. Langsam mal teilen und dann hoffe ich den einen Move. Ich habe es noch nicht gerafft, wann sie sich teilt. Ja, jetzt. Ich hoffe, der eine Move kommt. Das ist das Abgefahrenste, was ich jemals gesehen habe. Wenn die gleich tanzen. Ich laufe mal ein bisschen rum. Ohne hier in den Abgrund zu fallen. Na, wollen sie noch nicht so richtig? Vielleicht muss ich auch ein paar Mal hitten. Ich weiß das gerade nicht. Na, ich glaube, das ist RNG-bedingt. Komm, tanzt, tanzt, meine Süßen. Oh ja, ist das nicht geil? Ich blende mal kurz hin. Oh, übrigens ein Trophäe, wenn ihr euch nicht treffen lasst davon. Ah, leider konntet ihr das Schauspiel nicht ganz genießen. Sie tanzen da eben rum. Absolut genial. Ich krieg sie nochmal dazu. Ja, die Fernattacken sind übel. Ich krieg sie nochmal zum Tanzen. Die wohl Sieg allein, als ob wir gleich wieder weiter tanzen wollen. Ja, ich habe leider die Kamera zu spät hingekriegt.
Es ist das. Jetzt haben wir es. Es ist so cool. So was Abgefahrenes, ey. Ihr kriegt, wenn ihr Trophäe übrigens haben wollt, stellt euch hinter so einen Pfeiler, nicht getroffen zu werden. Dann kriegt ihr sie ganz schnell. So, jetzt hält ihr sie. Okay, ihr habt es gesehen. Das wollte ich euch unbedingt mal zeigen. Aufpassen muss ich trotzdem noch. Ach so, ich dachte, das ist ja auch ein Kronleuchter, ne? Das ist auch cool. Die schafft es tatsächlich, Kronleuchter zu beschwören. Ihr seht das, die fliegen einfach runter. Es ist wirklich abgefahren bis dort hinaus. Oh. Oha. Okay. Die wollte ich euch unbedingt mal zeigen. Das ist übrigens ein eigener Boss. Also ich sagte es ja im Speedrun-Video. Die haben zu 80% circa abgekupfert. Aber das, was sie selbst kreiert haben, ist fantastisch. Falls es von denen nochmal was gibt, sollten sie mehr auf ihre eigenen Fähigkeiten und ihre Kreativität vertrauen. Großartig. Großartiges Pärchen. Muss ich wirklich nicht hinter Ornstein Smaug verstecken oder anderen großartigen Pärchen, die die Videospielgeschichte hervorgebracht hat. Ist auf jeden Fall knackig. Erst recht, wenn ihr irgendein Ending freischalten wollt und die nachher zum Schluss macht. Das ist eben das Besondere des Spiels. Das sagte ich auch an anderer Stelle, dass ihr mit jedem Boss, wenn ihr das richtige Ending sehen wollt, eine Fähigkeit verliert. Wenn sozusagen das der vorletzte Boss im ganzen Spiel ist, dann hätte ich einiges reduzierter da und hätte mir richtig einen abgeknüppelt. Da hätte ich mal so locker nebenbei schnacken können, hier genießen können und so weiter und so fort. Das wäre richtig hart geworden, der Fight dann. Nun bin ich hier frisch reingegangen mit all meinen Fähigkeiten. Außer die, die ihr natürlich verliert, wenn ihr den Boss bekämpft. Das war unerheblich, dass ihr sozusagen reduzierter, also weniger Dinge benutzen könnt in dem Fight. Aber es reicht ja trotzdem noch dicke, um das Ding zu lösen. Aber gesetzten Fall, ich hätte weniger Ausdauer. Ich würde durchprusten, wenn ich sozusagen keinen Lebensbalken mehr habe und eine längere Pause brauche und dann sozusagen verwundbar bin in der Zeit, wo ich nichts machen kann und so weiter. Weniger Verteidigung, weniger Stärke. Dann die beiden, die auch eine ganz fiese RNG zusammenfahren können. Ja, das wäre ein anderer Schnack geworden. Bye bye und auf Wiedersehen. So viel soll es denn erstmal an diesem Wochenende sein zu diesem Spiel. Wie gesagt, aller Hoffnung nach, Demon's Souls bald denn wirklich endlich auf der PS5. Und ja, vielleicht, wenn noch ein paar Kommentare kommen und ihr den möglicherweise witzigsten Boss der Soulsborne-Geschichte noch nicht kennt, würde ich den dann auch nochmal reinstellen. Und natürlich, wie ich im vorherigen Video auch sagte, nochmal von ganz vorne anfangen, um das Prinzip näher zu bringen. Und die Wichtigkeit, sich zu entscheiden, welchen Boss man wann macht. Also es ist wirklich eine tolle Idee, dass man Fähigkeiten verliert nach jedem Bossfight. Zumindest wenn ihr die Endings sehen wollt. Großartig. Normalerweise kann man sich ja hochfarmen und wird eigentlich stärker im Laufe der Soulspawn-Spiele, wenn man genug Zeit investiert und farmt und farmt und farmt. Nee, hier ist es genau umgekehrt. Großartig. Großartiges Prinzip. Was das Spiel auch
ja auch schwerer macht als Dark Souls letztlich und auch als Bloodborne. Weil ihr könnt ja in Soulsborne, wenn es gar nicht läuft, einen KI-Partner holen. Oder halt menschliche Helfer. Also das schafft eigentlich jeder durch. Wenn er genug Freunde hat, die fit genug sind in dem Spiel. Aber das hier ist schon ein anderer Anspruch. Das ist wirklich ein ganz schön hart teilweise gewesen. Bye bye und auf Wiedersehen.